So, ihr Lieben, es wird mal wieder Zeit, dass wir hier in diesem Video ein Jurassic Paradoxon aufklären, beziehungsweise einen Moment oder eine Szenerie, die bei euch für sehr viel Verwirrung gesorgt hat. Denn ihr habt mir immer mal wieder persönlich oder auch unter die Kommentare drunter geschrieben, Tobi, klär doch mal bitte dieses Raptorenrätsel auf. Es macht irgendwie keinen Sinn. Worum geht's hierbei? Wir reden in diesem Video über die drei Velociraptoren aus Jurassic Park 1 und die sehr seltsame Konstellation der verschiedenen Szenen, in denen sie auftauchen. Ich muss das Ganze, glaube ich, ein bisschen genauer erklären. Ich erkläre euch hier erstmal die Fragestellung in dem Video und dann auch gehen wir genauer darauf ein, wie das Ganze denn jetzt wirklich abgelaufen ist. In diesem Sinne würde ich sagen, wir fangen einfach direkt an und ja, viel Spaß mit dem Video. Die Fragestellung in diesem Video ist ähnlich gleichzusetzen mit der des Tyrannosaurus Rex. Wir haben bereits in einem anderen Video schon mal die Thematik behandelt, wie es denn sein kann, dass der T-Rex in Jurassic Park quasi auf einer geraden Ebene aus dem Gehege heraus marschiert, obwohl dann später eben ein Riesenabgrund da ist. Dazu gibt es eine offizielle Erklärung, die wir anhand von Skripten und von Skizzen uns eben erarbeitet haben. Das Video dazu habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Da haben wir die Thematik auch schon behandelt. In diesem Video jetzt hier geht es um folgende Thematik und ich werde jetzt erstmal ganz kurz versuchen, so plausibel wie es geht, die Problemstellung dabei zu lösen. Denn als ihr mir das geschrieben habt, habe ich mir am Anfang auch gedacht, das kann ja gar nicht so kompliziert sein und bin bei der Recherche darauf wirklich kurz und knapp dran gewesen, einfach zu sagen, es ist ein riesen Logikfehler. Aber auch hier habe ich eine offizielle Antwort gefunden und lasst mich erstmal ganz kurz erklären, worum es denn jetzt hier wirklich geht. Wir sehen ja in Jurassic Park 1, wie Dr. Ellie Sattler den Strom im Park wieder anschaltet. Kurz nachdem dann eben Tim einen Stromschlag bekommen hat, weil er es eben nicht rechtzeitig vom Gehegegitter runtergeschafft hat, sehen wir dann, wie Ellie Sattler sich darüber freut, dass der Strom wieder angeschaltet ist und plötzlich ein Velociraptor hinter ihr durch die Tür hindurchbricht. Ellie schafft es vor dem Raptor zu fliehen und schließt dann vom Bunker die Tür hinter sich, bevor sie dann eben auch vor dem Bunker zusammenbricht und sich erstmal weinend in Sicherheit wiegt. Steven Spielberg selbst ist darauf eingegangen, wie wir als Zuschauer denn überhaupt The Big One, also das Riesenbiest, erkennen können. Hierbei sei von vornherein noch gesagt, nein, hierbei geht es nicht um die Größe. The Big One ist im Deutschen sehr unglücklich übersetzt worden, denn The Big One heißt im Deutschen oder übersetzt im Sinne her so viel wie, naja, der Große. Nicht im Sinne von der körperlichen Größe, sondern so im Sinne von der Anführer, der Mächtige. Das ist The Big One. Sowas wie der Mafia-Boss ist The Big One in dieser gesamten kriminellen Riege. Und so war eben auch hier The Big One auf diesen Velociraptor gemünzt. Es ging hierbei nie um die Größe, es war lediglich zu sagen, ja, das hier ist das Alpha-Tier, das hier ist die große Nummer in der ganzen Geschichte. Also The Big One im Deutschen mit das Riesenbiest zu übersetzen, war ein bisschen unglücklich gewählt. Aus diesem Grund hat sich Steven Spielberg dazu entschieden, uns als Zuschauer zu erklären, woran wir denn The Big One erkennen können. Und zwar ging es darum, dass The Big One in der Lage ist, Türen zu öffnen, als einzige von diesen drei Velociraptoren. Was eben auch zeigen soll, warum sie das Alpha ist und dass sie eben, naja, die schlauste von diesen drei Velociraptoren ist. Jetzt haben wir ja gesehen, wie Ellie Sattler im Schutzbunker die Tür hinter sich zugezogen hat. Und, naja, logischerweise, da wir ja später sehen, dass alle drei Raptoren wieder auftauchen, müsste dieser Raptor The Big One gewesen sein, weil The Big One die einzige ist, die Türen öffnen konnte und ja da wieder rausgekommen zu sein scheint. Dann gibt es einen Cut rüber zu Robert Muldoon. Und auch hier sehen wir, wie Robert Muldoon versucht, einen Velociraptor zu erschießen und plötzlich ein weiterer Velociraptor mit dem Kopf aus dem Gebüsch rausguckt und er eben den ikonischen Spruch ablässt, clever girl oder cleveres Mädchen. Und dieser Velociraptor hier ist bestätigt von Steven Spielberg selber. Das war auf jeden Fall The Big One. Ihr merkt, glaube ich, schon, wo jetzt hier so ein bisschen das Problem ist von der Szenenkonstellation. Also The Big One hat zuallererst Ellie angegriffen. Die hat dann aber The Big One im Bunker eingesperrt, ist dann davor zusammengebrochen. Dann sehen wir, wie The Big One scheinbar aber rausgekommen ist und so Robert Muldoon angreifen konnte. Danach findet Alan Grant aber erst Ellie, also muss The Big One irgendwie an den beiden vorbei geschlichen sein, um auf Robert Muldoon loszugehen. Und dann später sehen wir auch noch im Besucherzentrum, wie Lex und Tim die Silhouette eines Velociraptoren sehen, der aber alleine da zu sein scheint. Da ist nur ein einziger zu sehen. Und später in der Küche
taucht wieder The Big One auf, weil sie hier wieder die Tür öffnen kann. Also irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen. Wie sind denn diese drei Szenenstücke jetzt wirklich chronologisch abgelaufen? Und dabei muss man sich eines ganz klar vor Augen führen. Der Velociraptor im Bunker bei Ellie ist nicht The Big One gewesen. Warum ich das weiß, erkläre ich sofort. Wir gehen aber erstmal ganz kurz darauf ein, was Steven Spielberg denn jetzt wirklich gemeint hat mit, naja, The Big One ist daran zu erkennen, dass sie eben die Türen öffnen kann. Das hat Spielberg in einem Interview, in einem der Making-ofs gesagt, während die Szene in der Küche besprochen wurde. Hierbei ist er nur auf die Küche eingegangen. In der Küchenszene können wir The Big One daran ausmachen, dass wir eben sehen, dass sie hier die Tür öffnen kann. Das heißt, ja, The Big One ist eben die Raptorin, die hier die Tür öffnet. Jetzt mag man natürlich sagen, macht ja irgendwie Sinn, Tobi, aber logischerweise muss auch der andere Raptor The Big One gewesen sein, denn anders wäre der Raptor ja nicht mehr aus dem Bunker rausgekommen. Und ja, allerdings hat man hier einfach nicht an diese Szene gedacht. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe wieder mal im Internet meine Time Machine angeschmissen, was ihr übrigens auch alle machen könnt. Da könnt ihr bestimmte Internetseiten von früher wieder aufrufen. Das Internet vergisst ja nichts. Es gibt überall bestimmte Archive, die gespeichert sind, und so könnt ihr auch auf alte oder ältere Websites von Jurassic Park zurückgreifen. Zum Beispiel könnt ihr hier verschiedene Jurassic Park 1993 Archivseiten öffnen, wo ihr bestimmte Informationen oder auch Dokumente herunterladen könnt. Hierbei bin ich auf ein Skript gestoßen, welches eben genau diese Szene von Dr. Ellie Sattler mit dem Velociraptor beschreibt. Und in dieser Szene ist Folgendes beschrieben. Ich lese das hier gerade mal vor. While Ellie flees from the raptor, Muldoon goes in pursuit of the other two and becomes the hunted himself. Also so viel im Deutschen wie, während Ellie vor dem Raptor geflüchtet ist, geht Muldoon auf die Jagd nach den anderen beiden und wird selbst zum Gejagten. Das heißt, hier wird ganz klar gesagt, dass der Raptor im Bunker eben nicht derselbe Raptor ist, wie der, der bei Robert Muldoon auftaucht. Das sind die Other, die anderen beiden Raptoren. Hierbei kam es eben einfach zu Verwirrung, weil Spielberg nicht bedacht hat, dass er mit seiner Erklärung, dass nur The Big One die Türen öffnen konnte, eben auch automatisch erklärt hat, dass der Raptor im Bunker bei Ellie ebenfalls The Big One sein muss, was aber laut dem Skript offiziell nicht richtig ist. Das heißt, die ganze Szenerie ist folgendermaßen abgelaufen. Ellie ist vor dem Raptor geflüchtet und hat diesen im Bunker eingesperrt. Ja, dieser Raptor ist dann auch in der Lage gewesen, die Tür zu öffnen, was auch irgendwie ja Sinn ergibt. Ich meine, wenn es einer kann, können es die anderen beiden vielleicht auch. Das kann man eben dann damit erklären. Hier ist eben einfach nur ein Plothole entstanden, dadurch, dass Spielberg eben gemeint hat, um so erklären zu müssen, wer The Big One ist. Nachdem dieser Raptor allerdings freigekommen ist, vergeht eine gewisse Zeit, bis Ellie dann auch wieder auf Alan trifft. Es wird im Drehbuch zum Beispiel auch beschrieben, dass Ellie eben nicht direkt vor dem Bunker findet, sondern dass Ellie sich bereits wieder in den Dschungel begeben hat, mehr Richtung Besucherzentrum. Die ganze Thematik mit Robert Muldoon spielt sich allerdings relativ zeitgleich mit dem Moment ab, in welchem Ellie vor den Velociraptoren im Bunker flüchtet, als dann eben The Big One angreift. The Big One und eben der dritte Raptor sind also zeitgleich auf Robert Muldoon losgegangen und befinden sich näher am Besucherzentrum als der dritte Raptor. So gelangen dann eben auch The Big One und der andere Raptor in die Küchenszene mit rein. Wir sehen zwar nur eine einzige Silhouette von einem einzigen Raptor, das war aber einfach eine filmische Entscheidung gewesen, dass man eben hier erstmal nur einen Raptor sieht und der andere ist vielleicht noch woanders gewesen. Und dann später in der Küche tauchen auf einmal zwei Stück auf, damit der Zuschauer so einen kleinen Schockeffekt hat. Der dritte Raptor, der quasi von Ellie eingesperrt wurde, den sehen wir erst ganz zum Schluss wieder, als der T-Rex auftaucht und eben dann die Raptoren bekämpft. Das ist die offizielle kanonische Geschichte dieser Raptoren. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, über diese ganze Raptoren-Konstellation. Wo ich es aber dann gelesen habe in den Kommentaren, habe ich mir auch gedacht, ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Und im Endeffekt ist das Plothole eben dadurch entstanden, dass Spielberg gesagt hat, ja, nur The Big One konnte diese Tür eben öffnen, und dabei wurde anscheinend nicht berücksichtigt, dass der Raptor, der aber im Bunker eingesperrt wurde, ja auch wieder rausgekommen ist. Laut dem Skript aber, wie gesagt, ist da ja ganz klar beschrieben, dass Ellie auf einen anderen Raptor getroffen ist als Robert Muldoon. Also die Raptoren bei Robert Muldoon sind andere als die, die auf den Ellie getroffen ist. Das ergibt im Endeffekt einfach Sinn, und so ist das Ganze wesentlich logischer erklärbar. Ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt hiermit beantworten und auch zufriedenstellend beantworten. Ich muss sagen, ja, doch, es macht so schon Sinn, wenn wir uns eben darauf einigen, wir können The Big One nur ganz schwer identifizieren und wahrscheinlich können alle drei Raptoren mehr oder weniger die Türen öffnen. Jetzt bist wie immer auch du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Ist das Ganze so relativ plausibel für dich oder sagst du, na, irgendwas hast du da übersehen, Tobi, irgendwas stimmt da immer noch nicht? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein, und wenn du noch weitere Fragen hast oder Unbegebenheiten hast,
schreibt mir die gerne auch mal in die Kommentare unten rein unter den Hashtag UnknownKaijuverse. Da kann ich das Ganze nämlich einfach am besten herausfiltern und mal gucken, ob ich auch noch andere Fragen, die du mir schickst, beantworten kann. In diesem Sinne bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.